Du meinst, das lassen wir einfach drin. Cut, cut, cut. Scheiße. Ich muss so aufpassen, dass ich voll verflennt mache. So, jetzt kommen wir zum seriösen Teil dieses Videos. Und zwar wollen wir uns mit dem elektrischen Feld auseinandersetzen. Um das zu verstehen, werden wir uns erstmal anschauen, was man aus der Mittelstufe kennt. Und zwar kennt ihr aus der Mittelstufe das Phänomen, dass gleichnamige Ladungen sich abstoßen und ungleichnamige Ladungen sich anziehen. Das heißt, zwischen diesen Ladungen wirken in gewisser Weise Kräfte. Das Gleiche, das kennt ihr aus Magnetfeld. Magnetfeld. Pole ziehen sich an, stoßen sich ab. Wunderbar. Und hier habt ihr die Komponente kennengelernt, die diese Kraft überträgt, und zwar das Magnetfeld. So habt ihr es dort auch schon bezeichnet. Und das ist genau das, was hier auch passiert im elektrischen Fall. Und in der Oberstufe wird es natürlich noch ein bisschen ausführlicher gemacht, als ihr es aus der Mittelstufe kennt. Aber wir schauen uns das erstmal an, was ihr schon kennt. Also, wir haben Feldlinien. Das kennt ihr schon. Im elektrischen Fall ist es so, dass die Feldlinien von Plus nach Minus gezeichnet werden. Das elektrische Feld hat auch eine Formel, die gucken wir uns auch gleich an. Und aus der geht auch hervor, warum diese Feldlinien so rumgezeichnet werden. Es gibt ganz viel, was ihr kennt, was auch einfach gleich bleibt. Wir haben diese Feldlinien, die zeigen uns an, in welche Richtung diese Kraft wirkt, die wir haben dazwischen. Und sie beschreibt, wenn man so möchte, unser Feld, was da dazwischen ist und diese Kraft überträgt. Und je dichter diese Feldlinien beieinander sind, desto stärker ist das Feld. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen konkreter zu verstehen, weil wir sagen jetzt wirkt da irgendwie diese Kraft und irgendwie bewegt sich das dann dahin. Aber wichtig ist bei Feldlinien, dass ihr euch klar macht, dass das da, das ist jetzt nicht der Weg, wie sich das Teilchen bewegen würde. Das heißt, was ich jetzt machen kann, ist, diese Feldlinie beschreibt die Richtung der Kraft an jedem einzelnen Punkt, beziehungsweise überhaupt die Kraft. Das ist ganz wichtig, und diese Darstellung hier, das führt auf den Begriff des Vektorfeldes, und damit kann man auch Felder darstellen. Es kann sein, dass ihr Vektoren zu diesem Zeitpunkt in der Schule noch nicht gemacht habt. Das Schöne ist aber, dass wir in der Schule nur Felder anschauen, wo das keine Rolle spielt. Das heißt, zum Berechnen später werden wir nur Felder benutzen, wo die Richtung immer gleich ist und die Stärke der Kraft auch nicht variiert, wodurch wir das Problem hier auch nicht haben werden. Und wir haben jetzt schon gesagt, hier an jedem Punkt wird jeweils die Kraft definiert, die auf eine Ladung wirkt. Und genau so können wir auch die Stärke des Feldes definieren. Wie man dieses Ding herleitet, also dieses Ding, diese Formel, die ich jetzt gleich anschreiben werde, das könnt ihr euch auch anschauen. Das Video heißt Pendel im Kondensator. Da wird es genau hergeleitet, wie kommt man denn darauf. Aber allein aus der Redeart kann man das sagen, hier wirkt ja eine Kraft pro Ladung. Und genau das ist die Stärke unseres Feldes. Und wir hatten jetzt hier den Begriff des Vektorfeldes und der Vektoren. Das heißt, sowohl die Kraft als auch irgendwie mein Feld hat eine Richtung. Das heißt, wenn ich formal korrekt sein möchte, dann muss ich hier oben drüber noch Pfeile machen. Weil die Kraft, die wirkt natürlich in die Richtung von dem Feld, beziehungsweise tangential immer zu diesen Linien. Das heißt, angenommen, ich bin hier, dann wirkt meine Kraft tangential zur Linie. Und es beeinflusst sich dann weiter. Jetzt ist es so, im Schulfall haben wir ein sogenanntes homogenes Feld. Das heißt, die Pfeile sind gleich lang. Gleich lange Pfeile bedeuten, die Kräfte sind gleich groß. Falls wir solche Mini-Pfeile einzeichnen würden, machen wir jetzt nicht, weil wir davon ausgehen. Und wir haben, die Dichte ist gleich an jedem Punkt. Das heißt, die Stärke ist auch gleich. Und die Richtung bleibt gleich. Dementsprechend, da wir diese Bedingungen vorausgesetzt haben für die meisten Rechenaufgaben in der Schule, reicht es für euch völlig aus, wenn wir hier schreiben, E ist gleich F durch Q. Mehr braucht ihr da nicht. Formal, um von diesem Schritt auf diesen Schritt hier zu kommen, diese Formel entspräche diesem hier. Das heißt, ich mache Betragsstriche um die Vektoren. Also wenn ihr dann irgendwann Vektoren in der Schule gemacht habt, könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Und dann werdet ihr wahrscheinlich auch wissen, was ich hiermit meine.
Betrag bedeutet immer, dass ich die Länge des Vektors nehme und die Länge zum Beispiel eines Kraftvektors gibt an, wie stark die Kraft ist. So, schlussendlich interessiert uns aber nur diese wunderbare Formel. Mit dieser wunderbaren Formel können wir rechnen. Wichtig dabei sind natürlich die Einheiten. Die kann man sich aber relativ gut denken, weil wir haben da oben eine Kraft. Eine Kraft wird in der Einheit Newton angegeben. Und wir haben hier unten eine Ladung. Ladungen werden in der Einheit Coulomb angegeben. Damit haben wir schon mal das. Und jetzt habe ich euch noch versprochen, dass wir hier begründen können, warum jetzt hier diese Pfeile so rum und nicht anders aufgemalt werden. Okay, fahrt euch über den Haufen, ist in Ordnung. Aber lasst mich in Ruhe, ich will mein Video drehen. So, man könnte jetzt zum Beispiel auch denken, die Ladungsträger, die ich eigentlich habe, sind doch Elektronen. Also wäre es doch irgendwie sinnvoll, hier die Linien so zu malen, dass es von Minus nach Plus geht. Könnte man ja jetzt aus reiner Logik sich überlegen. Allerdings ist es so, dass man hier oben diese Kraft hier so definiert hat, dass man sagt, das ist die Kraft, die auf eine positive Probeladung wirkt. Und dementsprechend betrachte ich hier kein Elektron, sondern ein positiv geladenes Teilchen. Und dementsprechend zeichne ich natürlich vom Pluspol zum Minuspol. Damit habt ihr jetzt mal die Grundlagen zum elektrischen Feld. Wichtig ist hierbei, das hier ist nicht das elektrische Feld, wenn ihr so wollt. Das da, was hier in dieser Formel steht, ist die elektrische Feldstärke. Das Ganze beschreibt wirklich nur, wie stark das Feld an welchem Ort ist. So, und jetzt können wir noch ein paar Aufgaben machen. Und zwar eine runde Feldlinie zeichnen für alle. Yay, malen! Wir machen das jetzt so. Ich mache mal eine Aufgabe hier dran. Dann könnt ihr im Video auf Pause drücken, es selber machen und dann weitermachen und schauen, was die richtige Lösung ist. Ich glaube, ich muss mal meinen Kameramann erschlagen gehen. Afro-Zirkus, Afro-Zirkus. Ich hoffe, ich brauche meinen Schwamm nicht mehr. Okay, wir fangen mit ein paar einfachen Fällen an. Also, wir fangen einfach mal bei den Grundlagen an. Wir haben einfach nur eine negativ geladene Kugel. So, wie sehen die Feldlinien davon aus? Ich mal hier hin. Ich hoffe, ihr habt alle brav Pause gedrückt und das selber gemacht. Wir haben gesagt, die Linien, die gehen von Plus nach Minus. Das heißt, die gehen hier radial weg. So, immer schön rechtwinklig zur Oberfläche. Und dann sieht das Bildchen so aus. Aber Mona, wo ist denn jetzt der Pluspol? Der Pluspol, den haben wir nicht. Und aus irgendeinem Grund habe ich hier das Elektron negativ gezeichnet. Ja, also das Elektron hat hier eine gespaltene Persönlichkeit. Nein, das ist negativ. Denn der Pluspol, wenn wir keinen hier haben, dann gehen wir davon aus, dass der Pluspol ganz, ganz, ganz weit weg ist. Also, wenn man so will, im Unendlichen. Und dementsprechend sieht unser Bild dann so aus, wenn wir ins Kleine reingehen. So, jetzt machen wir das mit einem nicht schizophrenen, positiv geladenen, mit einer nicht schizophrenen, positiv geladenen Kugel. Da sieht es natürlich vom Grundbild hier genauso aus. Allerdings müsst ihr hier jetzt darauf achten, dass die Feldlinien nach außen weggehen. Gut, dann machen wir den einfachsten Fall. Ich habe ihn vorhin schon an der Tafel gehabt. Wichtig ist aber, dass ihr das übt. Und ich hoffe jetzt einfach mal auf die Schülerdemenz. Ja? Ihr habt das jetzt sicher vergessen und könnt das jetzt nicht einfach auswendig gelernt machen, sondern ihr müsst dabei denken oder so. Also wieder die Feldlinien von Plus nach Minus. Falls ihr euch das nicht merken könnt, ihr könnt auch einfach überlegen, so wie technische Stromrichtung ist, so sind auch die Feldlinien. Einfach als kleine Eselsbrücke. Sagt das aber nicht so eurem Lehrer, der wird das nicht so cool finden. Der Teil des Bildes, den ich jetzt gemalt habe, ist der da. Aber wichtig ist, ihr dürft hier nie vergessen, dass es hier hinten auch noch weitergeht. Dann sähe das Ganze so aus. Diese drei, das sind die mit einfachsten, die man malen kann, aber einfach ist ja langweilig. Und wir haben es ja drauf, das heißt, wir machen jetzt noch ein paar schwerere Bilder. Okay, jetzt schauen wir uns Folgendes an und zwar gucken wir uns jetzt einfach mal
Freiladungen an, die in einem Dreieck angeordnet sind. Okay, was wir schon mal wissen, wichtig ist, wenn ihr so ein Bild habt, dann, so mache ich das immer, ich überlege mir erstmal, welche Symmetrien vorhanden sind. Also was ich zum Beispiel weiß, dass diese hier in gewisser Weise, die kann man verbinden, aber hier, die Feldlinien hier werden sich nicht berühren, das heißt, ich werde hier irgendwie so eine Grenze haben. Und jetzt kann ich mir überlegen, was daraus für ein Bild entsteht. Das hier ist klar. So, wie wir es kennen. Und wichtig ist aber hier, die beiden, die wollen sich nicht treffen. Das heißt, das wird irgendwie sowas. Und diese Linie, die ich hier jetzt eingezeichnet habe, die definiert mir, wenn ich so will, die Grenze. Das sähe dann so aus. Also könnt ihr auch gerne so machen, dass ihr zum Beispiel erstmal mit einer Farbe die Pole verbindet, wo die Feldlinien auch durchgezogen werden, und dann könnt ihr noch in der anderen Farbe irgendwie die Ebene einzeichnen, wo keine Feldlinien durchgehen aufgrund der gleichnamigen Ladung. Ja, und so darf ich das nicht lassen. Warum? Da müssen Pfeile hin. Okay, ganz klar. Wir gehen wieder von Plus nach Minus, das heißt eine runde Pfeile für das wunderschöne Bild. Ihr geht am besten einfach zum negativen Pol und macht da die Pfeile hin und dann macht ihr den Rest, der noch fehlt. So, gut, das wäre ein Bild. Dann machen wir noch ein Beispielbild und zwar nehmen wir dieses Mal 4 Ladungen. Also diese Bilder, da könnt ihr auch mal schauen im Internet, falls ihr das noch ein bisschen üben wollt. Da gibt es ganz coole Applets für. Vielleicht finde ich irgendwann mal eine coole Person, die mir sowas programmiert, dass wir das selber hier auf der Homepage haben. So lange müsst ihr aber vielleicht einfach mal auf Google zurückgreifen. Ich sage immer, Google ist euer Freund. Wenn ihr was nicht wisst, fragt da einfach, ihr werdet immer irgendwas finden. Vielleicht drüber nachdenken, manchmal stehen da nicht ganz so sinnvolle Sachen, aber es gibt auf jeden Fall Applets, da könnt ihr die Ladung reinziehen, die ihr haben wollt, und es gibt euch dann das Ergebnis aus, und so könnt ihr euch selber auch Aufgaben erstellen, falls ihr mal sowas üben wollt. Oder nehmt einfach dieses Video, das ein paar Fälle mal vorstellt. Okay, in diesem Fall haben wir jetzt Folgendes. Wir haben hier, können hier wieder die Linien einzeichnen, wo die Feldlinien direkt durchlaufen werden. Und dann haben wir wieder gewisse Ebenen. Einmal diese Ebene für diese beiden Pole, weil die Feldlinien dürfen ja nicht von hier nach da laufen. Und das gleiche gilt auch für diese. Das heißt, ich habe hier auch eine Ebene, die nicht gekreuzt wird. Und dann sieht das Ganze so aus. Und natürlich hier die Linie in der Mitte nicht vergessen. Und was auch gut wäre, wenn hier jetzt nicht zum Beispiel steht, dass es zwei Positive sind, zwei Positive, dann guckt am besten, dass ihr das so macht, dass von jeder Ladung aus gleich viele Feldlinien weggehen. Weil laut meinem Bild ist jetzt hier das Feld stärker als da, was natürlich nicht stimmt. Deshalb nehme ich hier mal nochmal eine Linie raus, damit es gleichmäßig ist. Das sind so Sachen, auf die ihr durchaus auch achten sollte, was aber im Eifer des Gefechts, wie ihr seht, doch mal schief laufen kann. Und dann gehen wir natürlich wieder von Plus nach Minus und zeichnen hier unsere Pfeile ein. Und damit steht dann auch das Bild soweit. Ihr seht also, das Ganze ist gar nicht so schwierig. Überlegt euch einfach, wo eure Symmetrieachsen sind. So nennt man das dann schlau an der Uni. Und überlegt euch einfach, wo dürfen meine Feldlinien durchgehen und wo nicht. Und wenn ihr euch darüber im Klaren seid, dann ist der Rest auch gar nicht so schwierig.